Freunde, bevor das Video losgeht, eine Sache, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr mir auf Twitch folgt. Hier seht ihr meinen Twitch-Namen. Ich werde nochmal in die Beschreibung einen Link klatschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Twitch folgt, denn ich habe sehr, sehr viel Zeit und Arbeit investiert in mein Streaming-Setup. Denn ich will ab jetzt streamen. Ich will mit euch streamen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im Stream wiedersehen, wenn wir im Stream ein bisschen quatschen können, gemütlich eine Pfeife rauchen. Gerne könnt ihr mir da auch Empfehlungen geben, was wir rauchen sollen. Wir können Spiele spielen, wir können auf Sachen reacten, worauf ihr Lust habt. Ich habe einfach Lust, mit euch zu interagieren. Ich habe Bock drauf. Wenn ihr auch Bock habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Twitch-Kanal folgt und dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, sobald es losgeht. Kann mir vorstellen, dass sogar diese Woche vielleicht sogar noch losgeht. Schauen wir mal. Es ist eigentlich alles bereit. Ich habe Bock. Wenn ihr auch Bock habt, würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und dann würde ich sagen, geht's los mit dem Video. Peace, Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, um was geht es heute? Im Titel habt ihr es eh schon alle gesehen, deswegen mache ich hier gar nicht mehr so lange rum. Es geht um meine neue VUCA. Das ist tatsächlich schon wieder passiert. Ich habe mir schon wieder eine VUCA geholt. Ich konnte einfach nicht, Freunde. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ihr werdet aber auch gleich sehen, wieso. Ja, um was für eine VUCA handelt es sich hier? Zuallererst, es ist die neue Generation an VUCAs. Es ist eine wirklich aus der neuesten Produktionsreihe. Das heißt, wir haben hier alle Features, alle Funktionen und Vorteile der neuen Version. Aber darauf gehe ich nochmal gleich im Detail ein. Nur so viel gesagt, es ist die Groom Rauchsäule mit der Check Bowl. Der eine oder andere, der sich mit VUCAs auskennt, wird schon auf diesem Bildschirm erkannt haben, was für eine VUCA es sich hier handelt. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das im Detail an und let's go. Ja, Leute, da steht nun der schöne Karton. Ich setze mich mal wieder hin, ich stehe die ganze Zeit. Da steht der schöne Karton und da würde ich sagen, schauen wir uns mal direkt an. Wer das alte, erste VUCA-Video auf diesem Kanal gesehen hat, von der alten VUCA, der weiß noch, wie die Verpackung aussah, weil verpackungstechnisch hat sich eigentlich nichts wirklich verändert. Made in Polen, Social Media Links, hier in die Aufkleber, was drin ist. Und ja, sonst haben wir da eigentlich nichts Großartiges stehen. Dann würde ich sagen, dann schnappen wir auch gar nicht mehr wieder so lange rum, sondern machen direkt mal den Karton auf. Ich habe die Lasche schon gelöst, weil die lässt sich immer so schwer lösen bei den Pfeifen. Ne? So. So. Zack, zack. Und da haben wir die Folienverpackung. Ne? Dann machen wir mal hier die Folie. Ich hole erstmal die Shisha raus. So. Hier haben wir wieder den altbekannten VUCA Flyer. Schauen wir uns erstmal schnell an. Da haben wir eigentlich nichts großartig stehen. Nur wie die Teile heißen, wie man die zusammenbaut, wie man die instand hält, ein paar Links, Kontaktmöglichkeiten etc. Nichts so Wichtiges. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir mal den Karton weg und legen die Shisha hin und schauen uns mal an, was uns erwartet. Diesmal haben wir nicht eine Folie mitbekommen, sogar eine zweite Folie, wie man hier sieht. ja. Und da steht sie nun aufgebaut, hier mit unserem VUCA-Zertifikat, in so einem Hologramm auch, so sieht man ein bisschen mehr oder weniger. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Shisha kurz auseinander und genauer unter die Lupe. So, so, ich würde sagen, zuallererst machen wir mal hier oben die Rauchsäule ab und schauen uns die Bowl an, weil die Bowl hat schon mal etwas sehr, sehr Interessantes, was wir bis jetzt nicht hatten. Ich zoome für euch nochmal rein. So, und zwar seht ihr das schon, mehr oder minder. Hier. Ja, doch, da sieht man das. Und zwar geht es hier um diese Seriennummer. Diese Seriennummer ist nämlich tatsächlich hier. Die ist neu, die gab es so in der Art bei VUCA noch nicht. Das haben jetzt nur die neuen zweite Generation Bowls und Rauchsäulen. Und zwar einfach eine Seriennummer, damit die fälschungssicher ist. Das heißt, man kann dann nachverfolgen, wann diese Bowl gemacht wurde, wo sie ausgeliefert wurde. Einfach der Auftrag, wo sie wann bestellt wurde, kann man im System nachverfolgen. Deswegen eine sehr, sehr coole Aktion von VUCA. Finde ich richtig sehr, sehr, sehr korrekt von denen, dass sie einfach so eine Sicherheitsmöglichkeit eingebaut haben. Ich meine, die Pfeife ist jetzt auch nicht so billig, dass man das einfach achten könnte. Ne? Dann bei der wunderschönen Check Bowl, wie wir sie haben, Mastercard Check Bowl.
Man sieht hier, ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr hammer gemacht, wenn die Kamera fokussiert. Ich glaube, die fokussiert irgendwie noch den Hintergrund. Diese tiefen Schnitte, diese tiefen Schliffe, ich finde das echt wunderschön bei dieser Ball. Richtig, richtig, richtig schön gemacht. Unten haben wir auch wieder diese Noppen dran, das sieht man nicht so perfekt. Da sind Noppen dran. Und dann den aufmerksamen Nutzer, aufmerksamen Zuschauer eher gesagt, wird schon aufgefallen sein, wir haben oben kein Gewinde, sondern wir haben ein Schnellverschlusssystem. Ja. Und in der Base vorne natürlich wieder das VUCA-Logo eingraviert. So, so viel zur Base, zur Bowl. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal direkt hier die Rauchsäule an. Ich stelle mal kurz die Bowl zur Seite. So, und zwar haben wir hier die wunderschöne Groom-Rauchsäule. Ich finde die echt wahnsinnig schön. Jede dieser Rauchsäulen ist halt auch einfach ein Unikat, weil diese Blitze, diese schwarzen Streifen da drin, sind echte elektronisch hergestellt, also mit durch Strom hergestellte Blitze. Es gibt so ein physikalisches Verfahren, fragt mich nicht, wie es heißt. Es ist wieder nach irgendeinem deutschen Wissenschaftler benannt. Und da wird einfach Strom in das Holz geleitet. Und dann entstehen diese Blitze. Wenn jemand weiß, wie dieses Verfahren heißt, kann er gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde, das sieht halt echt wunder, wunder, wunderschön aus. Und es ist halt einfach jede Rauchsäule einmalig, weil das kann man einfach nicht wiederholen, wie diese Blitze sich ausbreiten, verteilen in der Rauchsäule im Holz. So. Jetzt gucken wir uns mal den, gucken wir uns mal den Teller an. Tellertechnisch hat sich eigentlich nichts verändert. Sorry für die Wassertropfen oder Schlieren, weil ich habe das Ding vorher gewaschen, weil ja, Studio hat keine Küche, deswegen, beziehungsweise kein Bad, deswegen musste ich das zu Hause schnell waschen, einpacken, mitnehmen. Genau, also da hat sich nichts verändert, ist immer noch alles hier fest geschraubt. Oben hier mit dem Kopfadapter dran geschraubt und unterm Teller haben wir hier ein Gewinde. Was sich allerdings verändert hat, ist hier, wir haben jetzt nämlich hier Schlifffreunde. Das ist echt, wurde mal Zeit, dass VUCA auch auf den Dampfer aufsteigt und zwar Schliff reinzumachen. Super coole Sache. Hier auch haben wir auch Schliff, da ist übrigens noch die Kugel drin. Da sieht man die Kugel. Das heißt, man kann natürlich auch die Dinger ganz leicht einfach vertauschen, einfach noch die Kugel da rausnehmen. Eine super coole Sache, finde ich richtig cool gelöst von VUCA. Was heißt ihr Kugel ist von VUCA? Das hat eigentlich fast jeder Hersteller heutzutage. Da musst du einfach VUCA mal nachziehen. Ne? Hier haben wir noch unser VUCA-Emblem. Was Spannendes erwartet uns aber jetzt auf der Unterseite. Und zwar genau wie in der Bowl. Jetzt muss ich mal reinzoomen. So. Genau wie in der Bowl haben wir hier nämlich eine Seriennummer drin. Da genau. In der Base haben wir hier im Gewinde hier oben haben wir wieder ein Dichtungsgummi, genauso wie am Tauchrohr. Tauchrohr hat auf der Unterseite auch kein Gewinde, nur auf der Oberseite. Das heißt, ein Diffusor kann man da nicht nachträglich dran schrauben, aber ich finde, auf dem VUCA gehört auch kein Diffusor. Ja, so viel zur Rauchsäule. Dann zeige ich euch nochmal, wie man die VUCA ganz schnell mit der Bowl verbinden kann, denn die beiden lassen sich nur an einem speziellen Punkt zusammenschließen. Das heißt, man kann nicht einfach in jede Öffnung einfach dran schrauben, zack, zu. Sondern bei VUCA liegt sehr viel Wert darauf, immer, dass das Logo mit dem Schriftzug VUCA hier, mit dem Schriftzug VUCA, dass die beiden genau immer perfekt übereinander sind. Deswegen legen wir. Okay, jetzt muss ich mal kurz machen. Ich mache es so am besten. So sieht man es am ordentlichsten. So, da haben wir unseren VUCA-Schriftzug nach oben zeigend und da haben wir das Logo nach oben zeigend. So sollen die später beide verbunden sein. Damit man das ganz leicht verschließen kann, dreht man die Rauchsäule ein bisschen links, dreht man die Rauchsäule ein bisschen links von der Schrift weg, dann passt es perfekt rein und dreht es zu. So, und schon sind die beiden bombenfest verbunden. Super, einfach gelöst von VUCA. Finde ich richtig, richtig schön gemacht, sauber gelöst. Da klatsche ich jetzt mir noch das Wasser rein und die Kohlen sind fast durch. Mache ich noch einen schönen Kopf und dann gucken wir mal, wie die VUCA schön blubbert und dampft.
So, Freunde, da stehen wir wieder. Alles aufgebaut, Schlauch dran, Mundstück dran, Colettos drauf, Kopf gebaut. Ich rauche hier heute mit dem Da Vinci-Kopf, weil ich finde, es fügt sich irgendwie so schön in dieses Gesamtbild von dieser Shisha. Ich bin gerade ein bisschen dunkel, sehe ich gerade auf meinem Monitor. Ich gucke immer so zur Seite, weil ich sehe mich da selber. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen zu dunkel bin. Wenn ihr es zu dunkel findet, schreibt es in die Kommentare, dass ich beim nächsten Video auf jeden Fall ein bisschen heller mache, mich selber. Aber ich glaube, es ist ganz okay. Genau, so, zurück zum Video. Da Vinci-Kopf, drei Kohlen, heute Black Nana im Kopf, hier eine Schlauchfeder dran, weil bei der VUCA die Anschlüsse hier sind sehr, sehr stark angewinkelt und es neigt dann doch gerne mal dazu, dass es hier dann so abknickt, gerade wenn es auf dem Tisch steht, deswegen mache ich hier gerne den Knickschutz dran. Ja, Schlauch, ganz normal Silikonschlauch und mein blaues geriffeltes Glasmundstück, das finde ich mal wieder so schön, deswegen ich rauche das wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Dann würde ich sagen, nehmen wir den ersten Zug, aber fast hätte ich es vergessen, bevor wir den ersten Zug nehmen. Gekühltes Red Bull darf einfach nicht fehlen, weil sonst kommt nie das Sponsoring. Deswegen einmal hier schön, so, die Dose geöffnet. Heute ist es, ich habe mir gerade nass gemacht, hoch. Heute ist es die White Edition mit Blaubeere Kokos. An dieser Stelle keine bezahlte Werbung. Also noch nicht. Würde ich sagen, nehmen wir uns den ersten Zug. Freunde, es ist wieder alles in dichten Nebel gehüllt im Studio. Zum Tabak, glaube ich, brauche ich nicht großartig was sagen. Black Nana sollte eigentlich jedem Shisha auch ein Begriff sein. Falls nicht, lasst es mich wissen und ich stelle euch den Tabak noch vor. Kein Problem damit. So Shisha-Durchzug, wunderbar, gefällt mir. Das ist genau der Durchzug, den ich liebe. Es ist nicht 100% wie Atmen, also so wirklich das Gefühl hast, du ziehst nur Luft, sondern du hast so einen kleinen Widerstand. Und dann dieses Blubbern der VUCA, ich finde es wirklich fantastisch, dieses Blubbern. Das ist echt hammermäßig. Deswegen auf eine VUCA gehört einfach kein Diffusor drauf. Es hat diesen kleinen leichten Widerstand, der mir so schön gefällt. Und deswegen glaube ich, werde ich ab jetzt in Zukunft erstmal eine sehr, sehr lange Zeit nur noch mit dieser Pfeife rauchen. Was gibt es sonst zu sagen? Da ist, dass wir hier Schliff haben, natürlich super easy, jetzt den Schlauch dran und abzumachen. Man hat nicht mehr diesen Fetz mit dem Gummi, dass man da ein bisschen kräftiger ziehen muss, dass es sich löst oder dass es irgendwie alles haftet. Dieser ganze Spaß mit den Gummis war schön gut, aber Schliff ist einfach schöner. Und es ist halt auch ein Genuss, dieses Geräusch hier. Das gehört einfach zu einer modernen Shisha dazu. Wir können das Ausblasventil nochmal testen, ne? Also man hat das ganz leicht hier gesehen. Ich weiß nicht, irgendwie diese Farbkombination vielleicht, deswegen sieht man das vielleicht nicht so gut. Vielleicht muss ich das Licht doch einfach heller machen. Vielleicht sieht man es dann besser. Also es funktioniert wirklich 1A. Da ist kein Bällchen, was irgendwie pfeift oder vibriert. Also es ist wirklich ein sauber laufendes Ausblasventil. Ein kräftiger Zug und die Bowl ist komplett leer. Preis dieser ganzen Sache, die ist nämlich echt nicht billig. Diese Shisha ist verdammt teuer. Es ist meines Wissens nach einer der teuersten Ausführungen, die man bei VUCA kriegen kann, natürlich abgesehen von der goldenen Shisha. Wenn ihr ein Video mit der goldenen VUCA sehen wollt, mit der 24 Karat goldenen VUCA, dann drückt auf den Like-Button, vernichtet diesen Like-Button, ne? Und dann gucke ich, dass ich eine organisiere. Ich glaube, rauchen werden wir wahrscheinlich dann mit der aber nicht können, weil ich habe absolut nicht das Kleingeld übrig, um hier eine goldene VUCA hinzustellen, wieder zu rauchen. Aber vielleicht kann ich dir ja trotzdem mal ein Video vorstellen. Vielleicht kriege ich da irgendwas hin. Aber dann müsst ihr es mir zeigen, dass ihr es auch wirklich wollt. Preis dieser Shisha blende ich euch hier jetzt ein. Hier ungefähr müsstet ihr jetzt den Preis sehen, weil ich habe gerade nicht im Kopf. Ich muss mal nachschauen, was die kostet. Und ja, eine sehr schöne Pfeife. Wer das nötige Kleingeld hat, holt euch diese Shisha. Optisch wahnsinnig. Qualität sowieso Nonplusultra. Es muss natürlich ja nicht diese teure Ausführung sein. VUCA hat natürlich auch Rauchsäulen, die um einiges günstiger sind, die wirklich um einiges günstiger sind. Es gibt auch das komplett klare Glas, das ist nochmal auch richtig, richtig günstig. Also günstiger, relativ gesehen. Und dann habt ihr, weil ich meine im Endeffekt, ob was für eine Rauchsäule ihr habt, natürlich, es muss euch gefallen, aber die Qualität ist bei allen VUCAs gleich. Es ist nicht so, dass die teureren Rauchsäulen bessere Qualität haben. Es ist halt wirklich das Optische, weil innen drin ist bei allen im Endeffekt ein Edelstahlrohr. Aber es ist einfach eine Hammerpfeife. Und ja, das soll es eigentlich von mir gewesen sein. Ich rauche jetzt gemütlich meinen Kopf weiter, trinke nochmal einen Red Bull und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Peace.